Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Das Hasso-Plattner-Institut hat in den 10 Jahren seines Bestehens hohe Anerkennung erreicht. Auch weil es über ein vielschichtiges Kooperationsnetzwerk konsequent nach außen wirkt. Wie etwa mit dem deutschen IPv6-Rat. Das HPI ist dessen Gründer und treibende Kraft. Jährlich treffen sich beim IPv6-Gipfel am HPI die wichtigsten Experten des Internetbereichs und arbeiten am Internet der nächsten Generation. Als Ergebnis stehen wichtige Entscheidungen für die neuen Datenverkehrsregeln, die der Bund bereits zur Grundlage von Netzinvestitionen in seinem Bereich gemacht hat. Die Bundesregierung selbst fand für ihren ersten nationalen IT-Gipfel nicht ohne Grund im Hasso-Plattner-Institut den richtigen Ort. Es sollte der Startschuss sein für eines der wichtigsten regelmäßigen Treffen zur ressortübergreifenden Diskussion der aktuellen und zukünftigen IT-Landschaft in ganz Deutschland. Dieses Forum setzt das HPI mit seinem IT-Gipfelblog mit neuesten Kommunikationsmethoden im Netz weiter fort. Das HPI-Team sammelt regelmäßig die aktuellsten Stellungnahmen der IT-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ein. Und jeder Bürger kann sich mit eigenen Beiträgen an der Diskussion beteiligen. Den Austausch über das weltweite Netz verfolgt das HPI auch mit seinem Ansatz des Teleteachings. Mit seinem eigens entwickelten Teletask-System bringt es seine Lehrvorträge und Veranstaltungen live ins Internet. Zum Mitlernen und Informieren für jeden Interessierten. Jederzeit und kostenlos. Das stetig wachsende Archiv bietet bereits heute mehr als 2000 Vorlesungen und 4000 Podcasts zum Abruf an und erfreut sich eines millionenfachen Zugriffs. Doch nicht nur virtuell, auch real greifbar geht das HPI nach außen. Auf Veranstaltungen und Messen vermittelt es regelmäßig seine Inhalte und begeistert für die Forschung und Lehre des Instituts. Exzellenz und Offenheit zu vereinen und so jedem die Chance zu bieten, an dieser Exzellenz teilzuhaben. Das ist die Philosophie des Hasso-Plattner-Instituts.